Gary Kessler, Lilian Klebo und Alfons Haider vereint ihre Sympathie für diesen Herrn. Erkannt? Max Schmiedl, er ist wieder da. Und mit ihm ein neues Kapitel in seiner umfangreichen Vita. Einst war er ja sowas wie ein Volksheld, gab Vollgas nicht nur im Kart, auch auf der Bühne. Links, rechts, so geht das Leben. Hier als Rapper an der Seite von Manuel Ortega. Der eingefleischte Rapid-Fan moderierte auf ATV die Fußballsendung Volltreffer, blödelte im TV-Ulk echt fett. Aber auch wenn es mittlerweile 20 Jahre her ist. Mit Max Schmiedl verbindet man automatisch Taxi Orange. So ist das. Nervt es? Ist das wurscht? Oder sagst du, ja, nein, also war ein Teil meines Lebens? Das sowieso ein Teil meines Lebens. Es gab eine Zeit, wo es ein bisschen nervig war, weil man natürlich ein bisschen reduziert wird auf das. Aber mittlerweile finde ich, ist es absolut Kult. Und wenn mich jetzt jemand anspricht, freue ich mich sogar darüber. Und ehe er vor Freunden und Weggefährten seine Zukunft präsentierte, schwelgte er musikalisch ein bisschen in der Vergangenheit. Es gab auch Dürrejahre. Nun sollen die Fetten folgen, dank der Musik, der sich der Vielseitige nun vollends verschrieben hat. Mit dem Song Erde, den er gemeinsam mit seiner Tochter Leni aufnahm, gelang ihm 2019 ein unbeabsichtigter Hit. Unmittelbar vor dem Durchbruch kam ihm die Pandemie dazwischen. Die hat er genutzt, um neue Songs aufzunehmen. Zwischenzeitlich hast du noch etwas getan. Jetzt kommt's. Du hast dich tätowieren lassen. Ach so, ja, das ist eine Sucht leider. Ja, das ist. Hast du irgendwo eine freie Stelle? Es sind noch freie Stellen, ja. Es sind noch freie Stellen. Also der Rücken ist komplett frei, die Beine sind komplett frei. Auch da ist auch noch frei, also da ist noch viel. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch wirklich zuschlage. Aber weißt du, es ist eine Sucht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, wie ich heute da stehe. Er steht auf Tochter Leni, auf Rapid und auf seine Heimatstadt, der er nun eine Liebeserklärung machte. Im Song Heimweh, das Video dazu drehte er in London. Was hat dich denn imponiert an London? Es war ja quasi auch eine Art Sightseeing. Ja, ich muss sagen, ich bin drauf gekommen, ich war in London, in Paris. Es ist mir eigentlich klar geworden, wie schön Wien ist. Also Wien ist trotzdem, über Wien geht nichts. So übersichtlich? Na, das würde ich nicht mehr sagen, aber allein Schönbrunn, ja, der Buckingham Palast, das ist auch irgendwo aufgebaut, da sind Häuser rundherum, genauso wie in Versailles, das ist, hat keinen Sex, ja, und da hat er einen riesen Teich hingebaut, der Ludwig, ja, aber Schönbrunn, wenn du runterkommst und das ist das, hinten die Gloriette, das ist, kannst du nicht vergleichen. Wien ist die schönste Stadt der Welt, absolut. Dafür gab's viel Applaus von Wienern, die schon viel herumgekommen sind. Ich möchte nie woanders leben, hab's auch getan. Ich habe 7 Jahre in Paris gelebt, in London gelebt, aber das ist vielleicht in der Jugend teilweise unterhaltsamer. Man hat auch durchaus in vielen Bereichen auch mehr Möglichkeiten, auch karrieremäßig, aber nichts geht über Wien. Und seine Gemeindebaubewohner innen. Woher kennst du Max Schmiedl? Ich kenne ihn gar nicht. Warum bist du dann da? Wegen Alex. Ja, wegen mir, sag's gleich. Ich kenne ihn persönlich. Wir haben gemeinsam Videos gedreht für TikTok und fühle mich sehr geehrt, mit dem Max jetzt auch befreundet zu sein. Wir haben uns irgendwie so immer eine Weile begleitet, sowohl in Tonstudios als auch im Theater gesehen. Und neulich haben wir herausgefunden, dass er sogar mit meinem Mann in der Schule war. Erich, ja. Das ist der mit dem Kniefall. Das ist der mit dem Kniefall, den du so wunderbar nachgemacht hast. Und viel sanfter als Erich, der hing an meinem Bein. Es nennt sich ja selber einen intellektuellen Proleten. Was meint er denn damit? Also das intellektuell kann ich nicht beurteilen, aber Prolet, das muss ich absolut verneinen. Wirklich? Aber Prolet kommt vom Proletarier und das heißt der Arbeiter. Und das ist, in dem Sinn ist er einer der fleißigsten Proleten, die ich kenne. Der während der Pandemie offenbar fleißig an der Kunst des Querflötenspielens gearbeitet hat. Ich spiele da wirklich?
Ja, schon seit meinem vierten Lebensjahr. Ich war ja auch bei den Wiener Philharmonikern kurz im Gespräch, aber ich hatte dann keine Chance, da waren dann zwei Japaner, die das wirklich gut drauf haben. Er ist ein echter Wiener. Den darf man nicht alles glauben. Und das nur Business like a show, Business like a show.